Große Vergangenheit und hoffnungsvolle Zukunft. Beides gilt für die Weinbaugebiete Thermenregion und Kanuntum. Seit jeher ist dieser Landstrich südlich von Wien für den Weinbau bekannt. Die Thermenregion, die mit innovativem Geist und jungem Potenzial für die Zukunft gewappnet ist. Man besinnt sich auf das Althergebrachte. Gleichzeitig geht man neue Wege. Gott sei Dank haben wir sehr viele junge, engagierte Winzer, die tatkräftig am Werken sind. Die nächste Generation ist da wirklich gut unterwegs. Und ich glaube, da wird sich noch einiges tun in den nächsten Jahren. So wie es in der Vegetation ein Kommen und Gehen gibt, ein Jung und Alt, so bestimmt die Natur auch den Menschen, deren Teil er selbst ist. Der Fortschritt macht dabei nicht Halt. Und die junge Winzerelite strebt nach neuen Möglichkeiten, abseits von verstaubten Klischees. Sie bringt Weine hervor, die ihresgleichen suchen können. In der Thermenregion herrscht pannonisches Klima mit 2000 Sonnenstunden im Jahr. Die Weingärten sind von der Geologie des Wienerwaldes geprägt. Höchste Erhebung ist der Anhinger, an dessen Fuße der einst weltbekannte Weinbauort Gumpoldskirchen liegt. Entlang der Südbahn erstreckt sich das Weinbaugebiet, das im Norden an die Bundeshauptstadt Wien grenzt. Im nördlichen Teil der Thermenregion dominiert der Weißwein, an den Hanglagen auch geprägt vom Muschelkalk des einstigen Urmeeres. In der südlichen Ebene sind es die Rotweinsorten, die auch mit den kargen und trockenen Bedingungen des Flussschotters zurechtkommen. Entlang der Weinstraße prägen gepflegte Rebanlagen das Landschaftsbild. Johanna und Johannes Gebeshuber, ein Winzerpaar aus Gumpoldskirchen, auf Inspektionsfahrt. Der Oldie, Baujahr 1965, steht symbolisch für viel Geduld, Zeit, für unerwartete Zwischenfälle und für Leidenschaft. Und die gilt vor allem den autochthonen Rebsorten der Thermenregion. Der Rotgipfler und der Zierfandler sind hier zu Hause. Sorten, die sonst nirgendwo zu finden sind. Das Besondere am Zierfandler ist, er ist einerseits eine der schwierigsten, am schwierigsten zu kultivierenden Traubensorten für mich. Er ist relativ spätreifend, daher kommt auch der Name, spätrot. Man sieht das hier sehr schön, die Beeren färben sich rötlich, wenn die Reife eintritt und das ist sehr spät im Jahr der Fall, daher im Volksmund spätrot. Andererseits ist er aber auch relativ anfällig für verschiedene Schädlinge, für Krankheiten. Das heißt, man muss perfekt arbeiten im Weingarten, damit man ihn wirklich zu guter Reife bringt. Das ist die Schwierigkeit, aber das Schöne daran ist wieder, dass er extrem charaktervolle Weine hervorbringt, vor allem sehr vielschichtige Weine von der Aromatik her. Das kann von zarten Südfruchtnoten bis zu tropischen Aromen gehen, die man sowohl in der Nase als auch am Gaumen dann findet. Einige Kilometer weiter. In Tattendorf und Umgebung ist man im wahrsten Sinne des Wortes steinreich. Die Triesting, heute ein bescheidener Bach, hat diesen Boden geprägt und vor Jahrtausenden schweres Geröll aus den Alpen mitgebracht. Das sogenannte Steinfeld zwischen Wien und Wiener Neustadt ist im Sommer glühend heiß. Auf demselben Breitengrad liegend und durch ähnliche Bodenstruktur gekennzeichnet wie das Burgund, setzt man hier seit Jahren auf ebensolche Sorten. Burgundersorten wie Blauburgunder, auch Pinot Noir genannt, seinen österreichischen Cousin St. Laurent und den Weiß auf Chardonnay und Weißburgunder. Doch hier ist vor allem der Rote zu Hause und fühlt sich wohl. Die Wurzeln des Rebstocks dringen wegen der geringen Bodenverdichtung auf ihrer Suche nach Nährstoffen tief ins Erdreich hinein. Das Ergebnis sind fein strukturierte, langlebige Weine, die ihre unverkennbare Herkunft wiedergeben. Ja, so schaut's aus bei uns da. Der Flussschotter ist bei uns sehr typisch, passt gut in unsere Gegend. St. Laurent hat das sehr gerne, weil eben durch den kargen, steinigen Boden die Sonnenenergie gut gespeichert werden kann und das an den Rebstock abgegeben werden kann. Am Weingut von Hannes Reinisch reifen die Weine in unzähligen Barrique-Fässern heran. Hier bekommen sie ihre wohlverdiente, kühle Ruhe. Aber während der Gärung im Fass entwickelt der Wein Wärme. Die Kellerkatze, so erzählt man Besuchern, soll sich immer auf das Wärmste, also auf das am stärksten Gärende gesetzt haben. Dieser Wein galt dann angeblich auch als der beste.
Vielmehr lässt ein Winzer seine Rotweine im Holzfass reifen, wenn er auf Langlebigkeit und auf die Entwicklungsfähigkeit seiner Weine setzt. Er folgt seiner Vorstellung vom Weinstil und entscheidet, welche Mittel er wie einsetzt. Die Weine des Steinfeldes sind geprägt durch die Tannine, die relativ intensiv sind, in den Schalen drinnen sind. Das kommt vom kargen, steinigen Boden, den es bei uns gibt. Unsere Weine sind keine Faserschmeichler, sondern Langstreckenläufer. Das heißt, vor allem die Rotweine liegen bis zu 1,5 Jahren im Holzfass, bevor sie dann eben in Flaschen gefüllt werden und die Weine durch das schön reifen können. Eine weitere Leitsorte im Steinfeld ist der Pinot Noir, der Blauburgunder. Eine Truppe von 8 Winzern, sie nennen sich bezeichnenderweise die Burgundermacher, hat sich dieser heiklen Rebsorte angenommen. Sie braucht viel Zuwendung und Aufmerksamkeit. Wegen ihrer Fäulnisanfälligkeit gilt sie als die Diva im Weingarten. Super, perfekt. Schaut gut aus dieses Jahr. Können wir echt zufrieden sein. Ja, super. Auch der Pinot Noir liebt karge, kalkreiche Böden. Und die Burgundermacher lieben ihren Pinot. Zur Erntezeit werden täglich die Zuckergrade gemessen und die Kernverholzung überprüft. Man lebt mit den Trauben und der Natur und nimmt sich ihre Eigenheiten an. Das trockene, warme Wetter ist super. Die Entwicklung ist eigentlich toll. Der springende Punkt sowohl bei St. Laurent als auch bei Pinot Noir ist, dass sie sehr empfindliche Traubensorten sind. Dünne Schale und die neigt ganz gern dazu, dass sie aufplatzt. Wenn man es allerdings auf so kargen Böden wie bei uns pflanzt, dann gehen sie etwas vom Wachstum her zurück, die Beeren bleiben kleiner, sind etwas robuster und vor allem auch durch die Trockenheit, die sehr oft vorherrscht bei uns, bleiben die Beeren ganz einfach gesund und wir können sie bis zur optimalen Reife hängen lassen. Das wirkt sich wieder sehr gut auf die Frucht aus und gerade die Burgundersorten St. Laurent und Pinot Noir leben ja vor allem von der Frucht und der Finesse. Wer nicht jahrelang auf einen besonders gereiften Wein warten will, auf den wartet die Genussmeile von Mödling bis nach Bad Vöslau. Hier wird der Vorbote auf den jeweils neuen Jahrgang ausgeschenkt. Der Sturm. Entlang des Hochquellwasserweges kommt man auch in der Ortschaft Soos vorbei. Das Weingut Fischer steht für das Miteinander der Generationen und wird von Vater Christian und Tochter Franziska gemeinsam betrieben. Das Potenzial der Kräfte wird hier gebündelt. Der Weinmarkt ist global geworden und so bringt sich die junge Generation mit neuem Know-how in die Vermarktung ein. Das Weinmachen ist natürlich ein ganz ein wichtiger Punkt, die Qualität muss stimmen, aber das Verkaufen ist heute genauso wichtig natürlich wie das Produzieren. Und die Franziska hat eben den Weg eingeschlagen, sie hat den Zugang eher von der Marketingseite zum Wein. Ich bin ja noch von der alten Schule, wir haben noch Weinbauschule und das alles von der Pike auf gelernt, machen heute Marketing mehr. Das ist halt so ein bisschen nach Gefühl. Und bis jetzt waren ja wie immer die Jungwinzer und von heute auf morgen sind wir die Altwinzer. Aber das soll ja Gott sei Dank auch so sein. Franziska Fischer ergänzt den Traditionsbetrieb mit jungem Tatendrang. Sie hat internationales Weinmanagement studiert, ein Wissen, das für einen exportorientierten Betrieb unerlässlich geworden ist. Der Marktauftritt ist wichtig, will man im Top-Segment der österreichischen Winzer mitspielen. Ja, ich habe gerade während meiner Ausbildungszeit feststellen können, wie viele junge und motivierte Winzer da jetzt nachkommen oder junge Talente aus den Weinbaubetrieben, sei es jetzt in der Produktion selber oder im Marketing. Also ich denke, da ist eine geballte Kraft, die da demnächst hervorkommen wird und ordentlich Gas geben wird in der Region. Die Thermenregion ist aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht. Ein erfreuliches Beispiel dafür ist das Freigut Tallern, das vor fast 900 Jahren den Zisterziensermönchen übergeben wurde. Orden wie diese galten damals als Zentren für Weinwissen in Europa. Die historischen Gemäuer aus dem 12. Jahrhundert werden heute vielfältig genutzt. Das Vorratshaus wurde zum Hotel, im ehemaligen Keller und Presshaus befindet sich eine Gebietsvinothek und Seminarräume der Weinakademie Österreich. So ist man der Weingeschichte des Hauses treu geblieben. Die Ordensbrüder von einst nahmen sich den Weingarten von Claude Vougeot an der Côte d'Or im Burgund zum Vorbild,
wo die Mönche bereits im Mittelalter mit Reben experimentierten. Heute noch ist der burgundische Einfluss klar zu spüren. Wir versuchen hier an diese burgundische Tradition der Zisterzienser das sozusagen vorzuleben, was die Region kann. Hohe Qualitätsdichte im Weinbereich, aber ich sehe das schon mit dieser jüngeren Generation, die sozusagen für die nächsten 20 bis 40 Jahre vorausdenken muss, ein gemeinsamer Auftritt da ist, der auch notwendig ist, um diese historische Qualität, die die Region darstellt und von der immer geredet wird, auch heute zu dokumentieren. Und diesen Anspruch sozusagen, den spüren die Jungen, der bringt die Jungen dazu, näher zusammenzurücken und auch gemeinsam im In- und im Ausland Aktivitäten zu setzen. Zurück nach Gumpoldskirchen. Der Lueger-Keller, ein Baujuwel aus dem 19. Jahrhundert, birgt so manche Geschichte. Vor allem aber die eines weltbekannten Weines, des Gumpoldskirchners. Der Gumpoldskirchner hatte damals schon eine ganz tolle Hochblüte, war in ganz Österreich bekannt, war sogar international bekannt. Und Lueger hat hier einerseits ein Weinlager errichtet, andererseits aber auch einen Keller, wo die Trauben Gumpoldskirchens und auch des Umlandes gekeltert wurden. Der Wein wiederum ist dann großteils nach Wien in die Gastronomie geliefert worden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war immer schon mein Traum, hier arbeiten zu dürfen und dieses Gebäude auch wieder teilweise in den Urzustand zurückzuversetzen, zu revitalisieren und gleichzeitig mit moderner Technik auszustatten. Der Unterschied zu einem modernen Weingut ist eben, wir haben einerseits sehr viel an Geschichte hier, andererseits aber auch ideale Bedingungen für das Keltern des Weines, was vor allem die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit anbelangt. Wir müssen hier nicht mit technischen Hilfsmitteln nachbessern, sondern das ist einfach durch die Beschaffenheit des Gewölbes hier gegeben. Die heurigen Tradition in Gumpoldskirchen war vor Jahren in Verruf geraten, hat man doch statt Qualität Quantität produziert. Der Ursprung liegt im Weingarten. Auf der Suche nach dem authentischen Geschmack des Zierpfandlers hat man alte Rebstöcke selektioniert und vermehrt. Als Ergebnis des wissenschaftlichen Projektes können jetzt alle Winzer auf ursprüngliches Rebmaterial für Neupflanzungen zugreifen. So erlebt der Gumpoldskirchner als Cuvée oder als gemischter Satz der Rebsorten Zierpfandler und Rotgipfler heute seine Renaissance. Der Rotgipfler ist ein gehaltvoller mineralischer Wein, sehr zuckerreiche Traube, und der Zierpfandler ist säurebetont, und diese zwei Geschwister, die miteinander vermählt werden, haben ein großes Lagerpotenzial. Wenn er so 10, 20 Jahre alt wird, dann kriegt er seine Power. Power gibt's auch eine Ortschaft weiter, in Mödling. Und zwar Frauenpower. Mit weiblicher Konsequenz wird bereits seit 4 Generationen der Weinbaubetrieb samt Heurigen geführt. Was vor Jahrzehnten begonnen hat, setzt Birgit Pferschi-Seper erfolgreich fort. Sie gibt ihre Begeisterung auch schon an die Töchter weiter. Beim Weinfest in Mödling wurde die älteste Tochter Anna zur Weinprinzessin gekürt. Sie steht für die nachkommende Generation und repräsentiert ein Jahr lang die Thermenregion bei offiziellen Anlässen. Eine frühe Hofübergabe und die damit verbundene Eigenverantwortung fördert den jungen Tatendrang. Ja, es ist so, dass wirklich sehr viele in meiner Generation, aber auch die jüngeren Betriebe übernommen haben. Es hat sich sehr viel getan, es hat sich bei den Bewertungen viel getan und es kommen auch schon die nächsten Generationen nach. Auch bei uns ist es so, dass die Kinder schon tatkräftig mithelfen, dass es ihnen Spaß macht. Natürlich nicht immer, aber doch. Und das macht Freude, dass sich was tut, dass die Region im Erwachen ist. Mit sehr, sehr viel Potenzial. Nordöstlich der Thermenregion liegt das Weinbaugebiet Carnuntum. Das Land rund um die römische Stadt Carnuntum hatte sich erst 1993 entschlossen, ein eigenständiges Weinbaugebiet zu sein. Bis in die 1980er Jahre fand man hier gemischte Landwirtschaft. Wein war reine Nebensache, dominiert von Weißweinsorten.
Grundlage des großen weinbaulichen Erfolges der letzten 20 Jahre war aber die Erkenntnis, dass hier Rotweine und besonders die Sorte Zweigelt außerordentlich gut gedeihen. Der Zweigelt, eine Kreuzung aus Blaufränkisch und St. Laurent, spielt auch die Hauptrolle in den inzwischen berühmten Rotwein-Cuvées. Zusammen mit der Thermenregion ist das Land rund um Carnuntum eines der wärmsten Weinbaugebiete Niederösterreichs. Ähnlich wie in der Thermenregion sind es die Auswirkungen des pannonischen Klimas. Hier kommen noch über das Donautal kühle Luftströmungen dazu. Die Geologie trägt das ihre bei. Wir sind da jetzt am Göttlesbrunner Schüttenberg. Das ist die höchste Erhebung im Abestaler Hügelland. Und wir sehen hier auch den Donausschotter, aus denen das Abestaler Hügelland besteht. Darüber hat sich dann während der Eiszeit eine Lössschicht gelegt, die hangabwärts immer dicker wird. Und zusammen mit unserem pannonischen Klima sind es ideale Voraussetzungen für die Produktion von einzigartigen Zweigeltweinen. Für den Wein heißt das dann, dass er sehr fruchtbetont ist und sehr harmonisch und ansprechend, samtig am Gaumen und sehr animierend. Franz und Christine Netzel zählten schon vor 20 Jahren zu den Trendsettern im Weinbaugebiet Carnuntum. Am Weingut wird die Erfahrung gerne weitergegeben. Praktikanten aus anderen Weinbaugebieten holen sich hier in Carnuntum zusätzliches Wissen. Selbst beim Rebeln und der Entsorgung des Dresdners ist die Freude an der Arbeit zu erkennen. Mit Elan wird eben an die österreichische Weinbauzukunft herangegangen. Ja, wir waren auch jung, wir haben unsere Ideen gehabt und unsere Jugend sieht die Erfolge, wie weit es vorangegangen ist. Wir haben es ja von unseren Vätern gelernt und die Jugend sieht unsere Erfolge. Und sie sind großteils oder zum Teil viel konsequenter als wir gewesen sind. Sie sehen, heute ist die Welt global geworden, man kennt mehr Gebiete, man hat mehr Erfahrungen, man weiß, was es auf der Welt Neues gibt. Und dieses Wissen wird viel konsequenter noch umgesetzt. Und der Drang, die Suche nach was Neuem, das ist sicher einer der richtigen und wichtigen Wege für uns Carnuntum. Und wir sind so stolz, dass die Jugend das auch wirklich so ernsthaft weiterführt. Ein Aushängeschild der Region ist der Rubin Carnuntum, ein reinsortiger Zweigelt. Seit 1992 gibt es diese Gebietsmarke für Rotwein bereits. Die Carnuntum-Winzer erkannten also lange vor Herkunftsmarketing, dass Ursprung ein wichtiger Wert ist. Ob ein Wein sich nun als Rubin Carnuntum bezeichnen darf, entscheidet eine Jury. In einer Blindverkostung bewerben sich die Kandidaten. Nur gebietstypische Weine werden in den Rubinreigen aufgenommen. Es war damals, vor ca. 20 Jahren, eben die Intention, einen Wein zu kreieren, der sehr typisch ist für das Gebiet. Das heißt, jemand, der noch nie etwas von Carnuntum gehört, gesehen hat, soll mit einer Flasche Wein sehr viel erzählt bekommen. Und die Idee von damals ist eigentlich jetzt im Geist immer noch sehr, sehr lebhaft. Und, und bei uns geht es jetzt darum, diese Kriterien wirklich zu schärfen und eben so quasi die Rubinweine, die Jungweine jetzt zu Matura zu bitten und eben diese Hürde zu schaffen und eben wirklich einen gewissen Stil weiterzuentwickeln, aber prinzipiell die Qualität zu kontrollieren und eben zu achten, dass jeder Wein, der unter Rubin Carnuntum etikettiert wird, wirklich das hält, was er auf dem Label verspricht. Der Zweigelt besticht durch seine Kombination von Sanftheit und Kirscharomatik. Das macht ihn zum gern gesehenen Speisenbegleiter. Auch Köche schätzen ihn sehr. Dort, wo Zweigelt gedeiht, darf er auch am Teller nicht fehlen. Der Zweigelt ist bekannt für sein ausgeprägtes Kirscharoma. Dieses ergänzt die Röstaromen der Kalbsbackerung. Das Gemüse bringt die vegetabilen Geschmacksnoten in die Speise mit, der Zweigelt seine fruchtige Komponente. Lässt man Gemüse, Gewürze und das Fleisch langsam und zugedeckt schmoren, entwickelt sich die geschmackliche Vielfalt der Zutaten. Auch zu den würzigen Bergkäse-Nockerln ist Rotwein mit einer feinkörnigen Tanninstruktur ein harmonischer Begleiter. Dieses eher kräftige Gericht verträgt durchaus einen kräftigeren, gereiften Rotwein. Ein saftiger, ausgewogener, etwas länger abgelegener Rubin Carnuntum ist hier genau das Richtige.
Zurück in die Natur. Blaufränkisch ist in Kanuntum ein Minderheitenprogramm. Doch rund um Prellenkirchen hat die Sorte eine 100 Jahre alte Geschichte. Heute steht der Blaufränkisch-Spitzerberg für dieses Gebiet. Der Spitzerberg selbst ist der südlichste Ausläufer der kleinen Karpaten. Sein Boden besteht aus zu Sand erodiertem Schiefer und Granit auf kalkigem Untergrund. Diese Bodenstruktur macht den Blaufränkisch eigentlich sehr speziell in seiner eigenen Art und Weise. Dadurch, dass wir keinen Lehm haben, das heißt einen natürlichen Wasserspeicher, leiden die Reben sehr darunter und müssen sich ihr Wasser wirklich tagtäglich hart erkämpfen über das ganze Jahr und müssen dadurch ihre Wurzeln so tief wie möglich in den Boden hineinbohren, um wirklich alle Nährstoffe etc. da herauszuholen. Und das macht es dann noch doppelt gut. Durch diesen sandigen, kargen Boden sind die Weine sehr filigran, sehr elegant, weil wir sehr reifes, feines Tannin haben. Johannes Trappels Weingut in Stixneusiedl. Der Ort selbst hat sich erst in den letzten Jahren zu einem Hotspot in Sachen Wein entwickelt. Der junge Winzer hat ein altes Gemäuer zu einem modernen Betrieb umgebaut. No, seid schon fertig für heute? Ja. Habt alles gelesen? Schöner Tag. Mit Kindern, Freunden und Familie geht es ans Werk. Bei aller Modernität greift er bei der Verarbeitung unter Berücksichtigung der hygienischen Auflagen zur alten Methode. Die Trauben werden mit Füßen getreten. Wir schließen die Maische so auf, dass wir sehr viele Schalen, die Bärenhäute, zertreten. Das heißt, sehr viele Zellen werden zerstört und dadurch kann der Farbstoff und der Gerbstoff austreten. Und wenn man das eine Zeit lang macht, dann tritt man natürlich so viel wie möglich Beeren auf. Und desto dunkler wird das Ganze. Und am zweiten Tag haben wir im Prinzip dann alle unsere Tannine im Wein, die wir wollen. Die andere Methodik wäre so, dass man 3 bis 4 Wochen Maische-Kontaktzeit haben würden. Und dadurch die Weine sich aber total verändern. Das heißt, wir kriegen eine ganz andere Stilistik und das ist im Prinzip eigentlich nicht unsere Philosophie. Wir wollen elegante, feine Weine, die eben diese Terroir-Geschichte vom Spitzerberg unterstreicht. Die Winzer im Gebiet kooperieren sehr intensiv miteinander. Denn sie wissen, nur gemeinsam ist man stark und kann sich international behaupten. Wir sind im Prinzip alle miteinander erfinderisch. Der eine probiert was, der andere probiert was. Dann sitzt man bei einem Glas Wein zusammen und diskutiert, was funktioniert hat und was in die Hose gegangen ist. Und das ist eigentlich das Schöne. Und das funktioniert aber, sagen wir mal so, generationenübergreifend. Also wirklich, ob 20-Jähriger wirklich Youngster oder 50-Jähriger Routinier eigentlich an einem Tisch sitzen kann und alles sagen kann und keine Geheimnisse voreinander hat. Keine Geheimnisse zu haben, ist also das Geheimnis des Erfolges. Dieses Rezept spiegelt sich ganz entspannt auch beim alljährlichen Regionsfest Kanuntum Experience wider. 14 Tage lang im August zeigen die Kanuntum-Bewohner in unterschiedlichsten Veranstaltungen, was sich kulinarisch, kulturell und in der Natur tut. Höhepunkt und Abschluss ist die Präsentation der neuen Rubin-Kanuntum-Jahrgänge im Schloss Hof. Wir haben angefangen mit Rubinen, die nicht im Holz gelagert wurden, nur im großen Fass. Jetzt wird alles in kleinen Barrikfässern gelagert. Wir haben früher gehabt 6-7 Winzer, die blaufränkisch verarbeitet haben. 2012 gibt es keinen Blaufränker mehr. Es gibt nur mehr Zweigel, die hier verarbeitet werden. Und international gesehen gibt es halt Rubin-Kanuntum jetzt schon wirklich fast auf der ganzen Welt. Im Wein selbst liegt die individuelle Kraft der Generationen, die ihn zu einer wahren Spezialität gemacht hat. Eben, Wein aus Niederösterreich.
große Vergangenheit und hoffnungsvolle Zukunft. Beides gilt für die Weinbaugebiete Thermenregion und Carnuntum. Seit jeher ist dieser Landstrich südlich von Wien für den Weinbau bekannt. Die Thermenregion, die mit innovativem Geist und jungem Potenzial für die Zukunft gewappnet ist. Man besinnt sich auf das Althergebrachte. Gleichzeitig geht man neue Wege. Gott sei Dank haben wir sehr viele junge, engagierte Winzer, die tatkräftig am Werken sind. Die nächste Generation ist da wirklich gut unterwegs. Und ich glaube, da wird sich noch einiges tun in den nächsten Jahren. So wie es in der Vegetation ein Kommen und Gehen gibt, ein Jung und Alt, so bestimmt die Natur auch den Menschen, deren Teil er selbst ist. Der Fortschritt macht dabei nicht Halt und die junge Winzerelite strebt nach neuen Möglichkeiten, abseits von verstaubten Klischees. Sie bringt Weine hervor, die ihresgleichen suchen können. In der Thermenregion herrscht pannonisches Klima mit 2000 Sonnenstunden im Jahr. Die Weingärten sind von der Geologie des Wienerwaldes geprägt. Höchste Erhebung ist der Anhinger, an dessen Fuße der einst weltbekannte Weinbauort Gumpoldskirchen liegt. Entlang der Südbahn erstreckt sich das Weinbaugebiet, das im Norden an die Bundeshauptstadt Wien grenzt. Im nördlichen Teil der Thermenregion dominiert der Weißwein, an den Hanglagen auch geprägt vom Muschelkalk des einstigen Urmeeres. In der südlichen Ebene sind es die Rotweinsorten, die auch mit den kargen und trockenen Bedingungen des Flussschotters zurechtkommen. Entlang der Weinstraße prägen gepflegte Rebanlagen das Landschaftsbild. Johanna und Johannes Gebeshuber, ein Winzerpaar aus Gumpoldskirchen, auf Inspektionsfahrt. Der Oldie, Baujahr 1965, steht symbolisch für viel Geduld, Zeit, für unerwartete Zwischenfälle und für Leidenschaft. Und die einige Kilometer weiter. In Tattendorf und Umgebung ist man im wahrsten Sinne des Wortes steinreich. Die Triesting, heute ein bescheidener Bach, hat diesen Boden geprägt und vor Jahrtausenden schweres Geröll aus den Alpen mitgebracht. Das sogenannte Steinfeld zwischen Wien und Wiener Neustadt ist im Sommer glühend heiß. Auf demselben Breitengrad liegend und durch ähnliche Bodenstruktur gekennzeichnet wie das Burgund, setzt man hier seit Jahren auf ebensolche Sorten. Burgundersorten wie Blauburgunder, auch Pinot Noir genannt, seinen österreichischen Cousin St. Laurent und den Weiß auf Chardonnay und Weißburgunder. Doch hier ist vor allem der Rote zu Hause und wird vor allem den autochthonen Rebsorten der Thermenregion. Der Rotgipfler und der Zierfandler sind hier zu Hause. Sorten, die sonst nirgendwo zu finden sind. Das Besondere am Zierfandler ist, er ist einerseits eine der schwierigsten, am schwierigsten zu kultivierenden Traubensorten für mich. Er ist relativ spätreifend, daher kommt ja auch der Name, spätrot. Man sieht das hier sehr schön. Die Beeren färben sich rötlich, wenn die Reife eintritt. Und das ist sehr spät im Jahr der Fall, daher im Volksmund spätrot. Andererseits ist er aber auch relativ anfällig für verschiedene Schädlinge, für Krankheiten. Das heißt, man muss perfekt arbeiten im Weingarten, damit man ihn wirklich zu guter Reife bringt. Das ist die Schwierigkeit. Aber das Schöne daran ist wieder, dass er extrem charaktervolle Weine hervorbringt, vor allem sehr vielschichtige Weine von der Aromatik her. Das kann von zarten Südfruchtnoten bis zu tropischen Aromen gehen, die man sowohl in der Nase als auch am Gaumen dann findet.